Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einem Update zu meinem Switch-Sammlungsvideo. Ja, das erste, was ich gemacht habe, das ist schon 2018. Mensch, so lange habe ich die Switch und da war meine Spieleauswahl natürlich eher eingeschränkt, sage ich mal. Da sind ja viele, viele Spiele dazugekommen und ich wollte euch einfach mal vorstellen, was habe ich eigentlich in meiner Sammlung? Vielleicht habt ihr ja so ein paar Ideen, was ihr euch auch kaufen könnt, was euch vielleicht interessiert. Ich habe jetzt mal dieses Format hier ausgewählt. Da, ganz ehrlich, es geht um die Spiele und nicht um meine Fresse, die ich in die Kamera halte. Und aufgrund der Masse habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es so etwas bequemer ist für mich zum Drehen. Bitte entschuldigt vorweg, ich werde nicht bei jedem Spiel irgendeinen Trailer einblenden oder ähnliches. Das wird einfach zu viel. Aber ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Es sind einige Spiele. Ich sehe die Haufen auch schon vor mir. Ihr habt es auch im Thumbnail gesehen. Eieiei, da wartet einiges auf uns auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir fangen mit den größeren verpackten Titeln an. Und zwar die Spiele, die irgendwie in einer großen Packung sind, Collectors Editions und so weiter. Habe ich nicht viel, aber ein paar natürlich. Fangen wir hier bei dem ersten an. Es ist noch eingeschweißt, wie ihr seht. Auf dem ersten Blick, man sieht es nicht so unbedingt, hier an der Seite kann man es erkennen. Wenn die Kamera ist fokussiert. Es ist Gris. Ja, wunderschönes Spiel. Ist leider nur digital erschienen. Es ist auch von Strictly Limited oder Special Reserve Games. Also ich habe so einige limitierte Spiele von Strictly Limited, von Limited Run Games. Und das ist mein erstes Spiel von Special Reserve Games. Da sprießen ja momentan irgendwie so eine Unternehmung nach einem anderen Außenboden. Irgendwie man weiß gar nicht mehr, wo man irgendwie was kriegt. Aber da ich ja für mich für die Switch so ein bisschen festgestellt habe, okay, ich möchte da wenn physisch sammeln, weil die Switch für mich so ein bisschen die ideale Ergänzung zu meinem PC ist. Ich bin, was moderne Spiele angeht, hauptsächlich PC-Spieler und die Switch so im Handheld-Modus oder sowas ist einfach fantastisch zum Spielen. Und Gris ist ein wunderschönes Spiel. Ich habe es in der Folie gelassen und mir dann noch digital gekauft, weil das nämlich im Angebot war. Und ich dachte, diese schöne Edition, die lasse ich erstmal drin, aber wird bestimmt sicherlich irgendwann ausgepackt. Wunderbares Ding und auch dieses minimalistische Design ist ein schöner Plattformer, sehr, sehr stilsicher, lebt einfach von der ganzen Atmosphäre. Das Spielprinzip an sich ist, es ist revolutionär neues, löst kleine Rätsel und so weiter. Es ist relativ entspannt, das Spiel auf jeden Fall. Solltet ihr aber auf jeden Fall mal reinschauen, wenn euch der Trailer gefallen hat, könnt ihr hier nichts falsch machen. Kommen wir zu der nächsten großen Packung und zwar Starlink. Ja. Das ist auch eine interessante Geschichte. Starlink kam relativ zu Anfang des Switch-Lebenszyklus entgegen und Ubisoft wollte da ja so ein bisschen dieses Toys-to-Life-Phänomen machen. Das heißt, man hat ein Spiel und wie ihr seht, da sind ja Figuren dabei und die steckt man irgendwie auf den Controller drauf oder kann die einscannen und dann, was ihr physisch habt, die Waffen und die Raumschiffe, die sind dann auch im Spiel drin. In der Switch-Sonderedition war natürlich hier mit dem Foxmec Cloud mit dabei. Wie ihr seht, es ist auch noch eingepackt. Ich habe es mir nämlich am Anfang nicht geholt, weil irgendwie fand ich die Idee schon durchaus interessant. Aber irgendwie dachte ich mir, okay, so viel Zeit hast du nicht, um das ganze Spielzeug zu kaufen. Und das Gameplay hat mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Es ist eher so ein bisschen Rail-Shooter-mäßig, so ein bisschen wie das alte Starlink, zumindest gefühlt, also was ich gesehen habe. Nur halt ein bisschen technischer, ein bisschen offener und so weiter. Und nochmal, ja, bevor du also irgendwie so viel Kohle rausholst. Ja, das Spiel ist allerdings gefloppt und deswegen, ich habe, glaube ich, hier diese Starterbox neu für 15 Euro mir bestellt. Und ich dachte mir, hey, für den Preis kannst du nichts falsch machen. Ich habe noch nicht die Muße gehabt, da wirklich reinzusteigen. Ich glaube, die haben jetzt auch schon die ganzen Vorräte abverkauft. Das habe ich, glaube ich, vor einem halben Jahr ungefähr mehr gekauft. Ja, ist gefloppt, deswegen ist es in meiner Sammlung. Sonst hätte ich es für Neupreis und wirklich ernsthaft Spiel mir ehrlich gesagt nie geholt. Aber ihr kennt es wahrscheinlich selber alle. Es gibt so eine Art Fuck-it-Grenze immer auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu dem nächsten. Das ist eine Collector's Edition, wie ihr seht, auch noch eingepackt. Und zwar von Strictly Limited Games diesmal. Und zwar von R-Type Dimensions EX.
Ja, das ist ja eine Neuauflage der guten alten R-Type-Spiele. Also das ist im Prinzip so ein Shoot'em-up. Ich habe das auf dem Gameboy hoch und runter gespielt und geliebt ohne Ende. Daher wollte ich mir eigentlich auch ganz gerne die Collector's Edition kaufen. Warum die auch noch eingepackt ist, ich merke schon, das zieht sich jetzt schon irgendwie durch mit dem Eingepackten. Kann ich ehrlich gesagt genau nicht sagen. Das kommt, man bestellt es immer so ein paar Monate im Voraus, dann kommt es irgendwie an und dann hat man gerade irgendwie was anderes. Und dann packt man es ins Regal und ja, da staubt es dann ein meistens. Ist leider oft der Fall. Die R-Types Dimensions, ich weiß aus dem Kopf jetzt gerade gar nicht mehr, welche R-Type-Spiele da alle zusammengefasst sind. Aber ich meine, der Gameboy-Titel quasi aufgepimpt schon etwas. Im Prinzip haben sie die alten R-Type-Spiele genommen und die dann halt mit moderner 3D-Grafik aufgehübscht. Und kann man da alles schön bequem spielen. Wollte ich gerne die Collector's Edition haben, weil die sehr, sehr stark gefragt war. Irgendwie, da habe ich mich mit dem Hype irgendwie mitreißen lassen. Ich sollte wirklich keine Collector's Editions kaufen und die dann wirklich eingepackt halten. Ich muss da, glaube ich, mal so ein Sondervideo machen, wo ich so ein paar Collector's Editions mal auspacke. Das wäre doch mal eine Idee für nächste Woche oder sowas. Ne? Ich überlege mir da mal was. So ein bisschen Collector's Edition auspacken und mal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht interessiert es ja euch. Wenn ja, haut mal in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren. Und dann kommt meine letzte Collector's Edition. Die ist allerdings ausgepackt. Und zwar von Zelda Link's Awakening. Wie ihr ja wahrscheinlich schon oft gehört habt, ich liebe dieses Spiel. Ist auch ein schönes Artbook dabei, das Steelcase, was dabei ist. Also das ist so noch ein Steelcase mit dabei, wo man das Modul reintun kann. Das ist auch so ein bisschen in der Form von einem Gameboy. Wollte ich natürlich unbedingt haben. Ich bin ein riesen Fan von dem Spiel. Für mich das beste Zelda-Spiel, was es gibt. Und als ich gehört habe, dass es für die Switch eine Neuauflage gibt, war ich natürlich hin und weg und musste das unbedingt haben. Und die Collector's Edition, die war gar nicht so einfach zu bekommen. Also die war bei Amazon freigeschaltet. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden später war die schon ausverkauft. Ich habe die dann beim Mediamarkt, glaube ich, noch ganz gut bekommen, weil ich da wirklich mir eine App installiert habe, wo Meldungen kommen, wo das verfügbar war und so weiter. Wunderschönes Spiel. Ich mag den Stil einfach, feier den derbst ab. Ja, einfach im Prinzip das gute alte Zelda Link's Awakening gut aufgehübscht und dieser Stil finde ich einfach klasse. Dieser Diorama-Comic-Stil, sage ich mal. Ha, wunderbar, schönes Spiel. Hat mir so den ein oder anderen Gänsehaut-Moment verschafft. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt, komischerweise fällt mir gerade auf. Ich brauche echt mehr Zeit zum Spielen auf jeden Fall. Aber das musste auf jeden Fall in meine Sammlung. Das ist mir bei mir verdammt, verdammt wichtig. Das waren meine größeren Boxen auf jeden Fall. Ist gar nicht so viel, wie ich gerade gemerkt habe. Das sind natürlich nicht alle Special Editions. Starling ist natürlich das Normale. Aber der Kern meiner Sammlung sind auf jeden Fall die ganz normalen Editionen. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lange. Fangen wir an mit Child of Lights and Valiant Hearts. Ich habe es mir eigentlich wegen Valiant Hearts geholt. Das sind beides Ubisoft-Spiele, die so ein bisschen experimenteller sind. Und auf dem PC gibt es die schon auf jeden Fall sehr, sehr lange. Auf der Switch auch digital, denke ich mal. Und auf der PlayStation 4 und auf der Xbox, denke ich mal auch. Da ist mein Wissen immer nicht ganz so auf der Höhe, sage ich mal. Ja, ich bin ja großer Geschichtsfan und ich finde auch diese Zeit des Ersten Weltkrieges relativ faszinierend und deswegen war es mir wichtig, Valiant Hearts mal zu spielen. Child of Light habe ich leider keine Chance gehabt, da noch reinzuspielen. Ist auch wohl ein schöner Plattformer, aber Valiant Hearts, schöne Comic-Grafik, spielt im Ersten Weltkrieg, ziemlich traurig. Manche Szenen können ein bisschen nervig sein, also perfekt ist das Spiel auf jeden Fall nicht, aber auf jeden Fall für Geschichtsfans ab und zu mal sehenswert. Ups, kommen wir zum nächsten. Bin ich hier an der Stativ gekommen. Flipping Death. Ja, da bin ich über Twitter, über eine Bekannte drauf gekommen. Ich finde den Stil sehr, sehr schön. Irgendwie, wenn ihr das so ein bisschen schaut. Das ist also sehr so Tim Burton-artiger Comic-Stil. Ist so eine Art Adventure, kann man sagen. Also man läuft irgendwie rum, man löst Rätsel. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und wenn euch das Coverart mal zusagt und ich versuche jetzt mal daran zu denken, auch einen Trailer einzuspielen, könnt ihr hier definitiv nichts falsch machen. Wie ihr seht, ich halte mich extra so bei den Spielen etwas kürzer, weil ganz ehrlich, ihr wollt nicht irgendwie ein stundenlanges Video euch anschauen mit den ganzen verschiedenen Spielen. Haben wir hier ein Trials Fusion. Ja.
Wie ihr seht, ist es nur eingepackt. Das war eigentlich nur so ein Beikauf. Und zwar ist das so ein Beifang von einer Mediamarkt 3-in-1 Aktion oder 4-zu-1 Aktion. Das lohnt sich ja immer mal wieder. Ja, deswegen habe ich da wahrscheinlich effektiv 5 Euro für bezahlt. Ist eigentlich ein relativ schönes Spiel. Diese Twilight-Serie gibt es ja schon seit länger. Ihr spielt ein Motorrad und müsst dann halt in 2D-Ansicht bestimmte Hindernisse und so weiter erledigen und müsst natürlich genau mit dem Gas geben und so weiter. Ist eine sehr schöne Serie, die viel Geschicklichkeit und viel Fluche mit beinhaltet, sage ich mal. Kann ich euch nur empfehlen, diese Version habe ich jetzt nicht gespielt. Ich habe eine der Vorgänger mal auf dem PC gespielt. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr den Gamepad-Controller-Dingsbums in der Hand behaltet und nicht vor Frust einfach mal ab und zu wegläuft. Aber wenn man ein Level schafft, umso besser. Ja, ein Spiel, was ich geschenkt bekommen habe. Ich bin so überhaupt gar nicht ein Fan, was Sportspiel angeht. Und zwar ist das mir eine gute Retro Joe jetzt Videospielplatz geschenkt auf einer Börse. Ja, ich hab's nicht gespielt. Also das, was mich halt bei diesen physischen Versionen immer sehr, sehr abschreckt, wie ihr seht, 17 GB Download. Ich verstehe sowas nicht. Man kauft sich eine physische Version. Da ist ein Modul drin. Und dann muss man noch 17 GB runterladen. Wozu kaufe ich mir den Scheiß denn physisch? Klar, ich weiß, soweit ich weiß, ist bei Nintendo gibt es verschiedene Größen, was das Modul angeht. Und in der Produktion ist natürlich das größere Modul teurer als das kleinere. Ich finde das aber nicht in Ordnung. Ganz ehrlich, also wenn ich Spiele sehe, ich bin ein, zwei Mal reingefallen, wo das da drauf ist, kaufe ich es mir nicht. Weil ich finde, wenn ich es mir physisch kaufe, will ich es auch physisch haben. Und gerade deswegen, ich will es ja unabhängig von dem Internet spielen können. Und natürlich in Kombination mit, ich habe es geschenkt bekommen, ne? Es ist ein Sportspiel. Keine Ahnung, wie es ist. Ich habe noch nie ein NBA-Spiel gespielt, ehrlich gesagt. Aber hey, haben wir hier noch einen Beifang. The Blob, auch ein schönes Spiel, wo ihr durch eine Stadt läuft und die einfärben müsst. Also ihr spielt so einen Farbblob und müsst alle so Sachen Chaos stiften und die Stadt einfärben. Gibt es auch schon länger, ist von THQ Nordic als Publisher und wurde jetzt für die Switch auch rausgebracht. Das finde ich ja das Schöne an der Switch, dass man da jetzt so ja auch mal so ältere Spiele herausbringt und ich mag es halt, mir die physisch zu kaufen und den auch mal anzutesten. Muss ich echt mal antesten. Das ist auch so ein Mediamarkt 341 Beifang gewesen. Wie ihr seht, es ist noch eingepackt. Das ist irgendwie so dass das schwere Schicksal eines End-30ers. Man arbeitet viel, man hat die Kohle, sich die Spiele zu kaufen, aber irgendwie wenig Zeit, die zu kaufen. Aber irgendwie für die Sammlung kauft man sich trotzdem immer was. Ihr kennt selber, Pile of Shame und so weiter. Das habe ich allerdings durchgespielt, ist auch nicht schwer. Yoshi's Crafted World, das erste Nintendo-Spiel ist in meiner Liste. Wunderschönes Spiel, ist natürlich vom Stil her einfach überzeugend. Und da finde ich, sieht man eindeutig, dass Nintendo und die Switch, da kommt es gar nicht so sehr auf diese große Polygonanzahl und super Technik an. Nein, es ist der Stil, der gewählt ist und das muss man dann konsequent durchziehen und dann passt das auch. Ansonsten ist es ein typisches Yoshi-Spiel. Ihr spielt Yoshi, ihr schießt mit euren Eiern und hier ist das große Hauptargument natürlich, dass die ganze Welt so ein bisschen aussieht wie aus Pappe gebaut. Und ihr seht es auch im Trailer, wenn ich den nicht vergesse einzublenden. Ach, ja, ich sollte vielleicht auch mal aufhören zu erwähnen, wenn ich es vergesse nicht einzublenden. Aber ja, das Schneiden und so weiter, das werde ich dann gleich noch machen auf jeden Fall. Schönes Spiel, sollte wirklich in jeder Sammlung sein. Weil es einfach so ein Feel-Good-Spiel ist, weißt du, wisst ihr, ihr kommt von der Arbeit, es war stressig, es ist vielleicht Winter, es ist dunkel draußen und ihr schaltet das Ding an und es ist freundlich und man wird mit einer leicht quäkigen Flötenmelodie begrüßt und ha, herrlich, kann ich nur jedem empfehlen. Project Highrise, die Architects Edition. Ja, habe ich schon auf dem PC länger Zeit mal im Auge gehabt und als es für die Switch rauskam, wollte ich es mir natürlich auch physisch holen, weil es auf dem PC ist natürlich über Steam nur digital erhältlich. Ist im Prinzip eine Aufbau-Wirtschaftssimulation und ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht noch Sim Tower von damals. Da habt ihr quasi ein Hochhaus gehabt, was ihr aufbauen musstet. Du müsst natürlich dann für jede Etage, keine Ahnung, da sind Geschäfte drin, da sind Privaträume drin, ihr müsst Aufzüge planen.
Plan und so weiter. Und nach der Idee geht quasi Projekt Highrise. Sehr schön ist natürlich hier von der Grafik her eher minimal gehalten, aber ein schönes Aufbauspiel, was man so ein bisschen tudeln kann, macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Auch viel Spaß macht Super Mario Party. Natürlich, ja, wie der Name schon sagt, natürlich nur Multiplayer. Alleine ist es eher, naja, man muss es nicht spielen. Ja, ist halt im Prinzip ein Brettspiel mit vielen Minispielen. Die Mario Party Serie, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten auf jedem System. Ich glaube, seit dem Nintendo 64 kam der erste Titel, bin mir gerade nicht sicher. Aber für jeden Feierabend, also Feierabend, also Partyabend, natürlich durchaus geeignet, macht Spaß, wobei irgendwie auf Dauer wird es, ja, also es macht für eine Zeit lang Spaß, aber für mich persönlich, ich habe da jetzt keine Langzeitmotivation, aber vielleicht bin ich da auch nicht die richtige Zielgruppe, auf jeden Fall. Ansonsten holt euch ein paar Freunde, haut Super Mario Party rein und ihr werdet es nicht bereuen. Kommen wir zu einem neuen Indie-Spiel. Also das liebe ich natürlich, so ein bisschen die Indie-Spiele zu sammeln und zu horten. Weil auf der Switch erscheinen auch viele Indie-Spiele so. Und das ist der große Vorteil für mich im Gegensatz zu dem PC. A, man kann die Switch sich einfach schnappen und das bequem auf dem Sofa spielen. Und man hat den ganzen Mist halt physisch. Ne? Und Moonlighter ist ein wunderschönes Spiel. Hat so ein bisschen Anleihen an Zelda von der Übersicht. Und zwar geht das der Frage nach. Ich kenne doch diese Shopkeeper, also diese Ladenbesitzer, ne, in Rollenspielen. Die verkaufen ja euch auch immer irgendwelche Sachen. Ne? Meistens natürlich ist es effektiver, sich die Sachen zu farmen oder ähnliches. Aber woher kriegen die eigentlich ihren Kram? Ja, und das ist im Prinzip hier so zweigeteilt. Nachts stiefelt ihr durch Dungeons im Stil der alten 2D-Zeldas, sammelt Sachen ein und tagsüber habt ihr einen Laden und verkauft die. Eine sehr schöne Mischung und dann, ihr werdet dann da natürlich auch mal besser, schaltet euch mehr Sachen frei, dass ihr in den nächsten Dungeon könnt, die wertvolle Sachen sammeln und so weiter und so weiter. Ist ein sehr schönes Spiel, bisschen grindy natürlich logischerweise, aber kann ich nur jedem empfehlen, auch von der Atmosphäre her sehr schön, habe ich sehr lange gespielt. Noch ein schönes Nintendo-Spiel, noch so ein Feelgood-Spiel, Kirby Star Allies. Ist natürlich ein etwas einfaches Spiel, aber auch ein schönes Kirby-Spiel, finde ich. Macht natürlich mit mehr Spielern noch mehr Spaß, klar. Aber ist auch so wie Yoshi im Prinzip so ein Feelgood-Spiel. Kann man nichts mit falsch machen. Folgt natürlich der Tradition der alten Kirby-Spiele. Ich glaube, ich muss nicht groß was erklären, oder? Kirby Star Allies. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe mir Pokémon Let's Go Evoli. Ja, da habe ich mich so ein bisschen von dem Hype, sage ich mal, mitreißen lassen. Weil ich weiß, ich werde jetzt viele Buhs kriegen, aber ich bin kein Pokémon-Fan. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie zu spät geboren, denke ich mal. Ich habe diesen großen Pokémon-Hype, habe ich damals irgendwie nicht mitbekommen. Und ich will nicht sagen, dass das schlechte Spiele sind, aber irgendwie für mich hat sich da nie die Faszination erschlossen. Und Pokémon Let's Go Evoli ist ja quasi so ein bisschen eine Art Remake des ersten Pokémons, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, ich bin ja kein Experte, was das angeht. Plus ein bisschen Mechaniken aus den Pokémon Go für dem Handy aufgebessert. Ja, ich habe reingespielt. Ganz ehrlich, meins ist es nicht, aber wie gesagt, mein Wort für Pokémon-Spiele solltet ihr nicht nehmen. Diablo 3 Eternal Collection habe ich auch schon auf dem PC, Diablo 3, und ist natürlich ein typisches Action-Rollenspiel, ne? Loot sammeln, 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 sammeln. Das ist natürlich die oberste Priorität hier. Muss ich aber auch nicht zu sagen, ist natürlich schon länger auf dem Markt, wurde natürlich auch für die Switch veröffentlicht und ich war persönlich sehr, sehr skeptisch. Weil ich bin mit Diablo aufgewachsen. Ich habe schon Diablo 1 auf dem Windows 95 Computer gespielt. Alles schön und gut, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ohne Maus, das soll gut gehen, aber ich muss sagen, also das spielt sich echt fluffig, vielleicht sogar fast besser als mit der Maus, weil man halt den Charakter direkt steuert und dadurch läuft irgendwie alles fluffiger, also kann man nicht viel falsch machen, wenn man Diablo auch auf der Switch spielen will, greift zu. Hier haben wir ein Limited Run Release und zwar Golf Story. Ich mag eigentlich keine Golfspiele, aber wir haben so eine Bestellgruppe und da wurde jetzt angefragt, hey, wollen wir das mitbestellen? Schließe mich natürlich an, warum nicht?
und ich war skeptisch. Ich bin kein Golfspielfan und ganz ehrlich, das macht Spaß. Das hat so ein bisschen so einen schönen Pixel-Look und es ist ein Golfspiel, es hat natürlich die üblichen Mechaniken, aber das ist so eine Art kleines Rollenspiel mit inbegriffen. Das heißt, ihr werdet besser, rollenspielmäßig könnt euch verbessern und so weiter. Macht Spaß. Also für ein Golfspiel taugt was. Wenn ihr mal so ein entspanntes Golfspiel spielen wollt, was so nicht sich ganz so ernst nimmt, ein bisschen Pixel-Indie-mäßig, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Dann kommen wir zu dem nächsten limitierten Release, und zwar von Strictly Limited, diesmal Velocity. Ist ein sehr schönes Spiel. Ich habe im Prinzip zugegriffen wegen dem Stil. Ich weiß nicht, ob man es hier gut erkennen kann. Es hat verschiedene Optionen. Also es ist mal ein Shoot'em'up, es ist mal ein Plattformer. Versucht sich so ein bisschen so die Mischung zu halten und macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe es ja in meiner ersten Folge von Kampf des Pile des Shames, oder wie habe ich die Serie nochmal gehalten. Auch die kann ich auch mal wieder auferstehen lassen. Macht Spaß auf jeden Fall durch die Mischung und der grafische Stil. Man hat jetzt nicht groß was verpasst, ehrlich gesagt, wenn man es nicht gespielt hat, aber ist schon durchaus vernünftig. Dann kommen wir zum nächsten Limited Run Spiel. Gott, ich sollte vielleicht mal diese einzelnen Firmen besser auseinanderhalten. Night Trap habe ich mir im Prinzip geholt, weil das so das Remake eines Sega CDs Titel ist. Ne? Früher war ja diese FMVs, also Full Motion Videospiele. Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen, die CD-Technik kam halt neu auf und man hat sich natürlich gefragt, oh Scheiße, wie füllen wir diese enormen Datenmengen, die auf eine CD passen? Dann haben sie halt im Prinzip ja, Realfilmaufnahmen draufgeklatscht, komprimiert. So, Mensch, Panda. Dass man im Prinzip da Auswahlmöglichkeiten verschiedene Filme abgespielt hat. Und das Spiel war halt legendär, weil das in den USA für große Kontroversen gesorgt hat. War das Spiel so brutal. Also in der heutigen Zeit würde man natürlich drüber lachen. Das wurde jetzt re-released, auch auf Switch, natürlich auch digital verfügbar. Und Limited One hat da halt eine physische Version rausgemacht. Und da ich einfach mal interessiert war, weil das eben so diese Kontroversen ausgelöst hat, muss ich da einfach mal reinspielen. Kommen wir zum nächsten Superspiel, und zwar Hollow Knight. Superspiel ist so ein bisschen Metroidvania. Oh, ich sehe, hier ist das Cover so etwas unten rausgerutscht. Nee, muss ich immer mal korrigieren. Schönes Spiel, sehr, sehr schön atmosphärisch und gilt nicht umsonst als eines der besten Spiele. Ich glaube, da kommt bald, also Stand jetzt, wenn das Video rauskommt, ein Nachfolger raus oder ist schon. Ich bin mir gerade echt unsicher, aber auch ein wundervolles Spiel, super Grafik. Ich brauche einfach mal Zeit, um da genauer reinzuschauen auf jeden Fall. Noch ein Limited One Release, Bomb Chicken. Und zwar, das musste ich mir holen. Und zwar ist es nämlich so, ihr spielt ein Huhn, das kann nicht springen. Es ist ein Plattformer, 2D-Plattformer, ne? Mit Rätsel lösen, Fallen, überwinden und so weiter. Das Übliche halt. Aber ihr könnt Eier legen. Und zwar keine normalen Eier, sondern Bomben. Und dadurch schiebt ihr euch halt selber hoch und dadurch könnt ihr dann halt auch Hindernisse überwinden, ohne zu springen. Wunderbares Spiel, es ist herrlich abgedreht, aber ich finde, dass es einfach mal ein schöner anderer Ansatz an dieser typischen Plattformer-Regel ist. Und deswegen kann ich euch das wirklich wärmstens empfehlen. Ist natürlich jetzt in der physischen Version eine Limited One Edition, aber digital holt es euch, wenn ihr mal so ein bisschen gerne Plattformer spielt, aber mal ein bisschen was anderes haben wollt. Und es ist echt schwer später, weil gerade weil man nicht springen kann, muss man total umdenken, finde ich. Aber ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und weiter mit den Indie-Spielen. Ja, und zwar Children of Morta. Auch das eine Empfehlung vom guten Retro-Joe, beziehungsweise Videospielplatz, wie er jetzt heißt. Ist ein tolles Roguelite. Ihr spielt eine Familie mit verschiedenen Mitgliedern. Das heißt natürlich, es gibt natürlich den Vater, der ist eher so der Tank. Und dann gibt es natürlich so die Bogenschützin, den Schurken. Also ne, diese typischen Rollenverteilungen, die man im Prinzip erwartet. In einer wunderschönen Pixelgrafik eingebettet. Und auch das ist so
obendrauf wie die alten Zeldas, nur ein bisschen actionreicher vielleicht. Und ihr müsst halt ja, Dungeon für Dungeon ein bisschen clearen. Dann kriegt ihr natürlich Erfahrungspunkte, wo ihr besser werdet. Und das Spielprinzip ist Prinzip, dass ihr immer und immer wieder versucht, bis ihr einen Dungeon endlich schafft und dann weiterkommt. Weil, wenn ihr sterbt, dann ist natürlich nicht vorbei. Ihr das, was ihr eingesammelt habt, das nehmt ihr weiter mit. Und ja, damit kommt ihr nach und nach so langsam, aber sicher durch. Wunderschöne Pixelgrafik auf jeden Fall. Kann ich aber wirklich nur empfehlen. Jeder, der so ein bisschen mit diesen Action-Rollenspiel, Woke-Light-Sachen was anfangen kann, das ist ein absoluter Pflichttitel, würde ich sagen. Auch ein Pflichttitel ist Darkest Dungeon, Anistral Edition. Das Spiel habe ich schon seit, vor 3 Jahren oder sowas, wie alt ist das, keine Ahnung, auf dem PC mir geholt. Ist auch ein schönes Roguelite und zwar aus der Seitenperspektive so ein bisschen Dungeon Crawler mäßig. Ihr spielt eine Gruppe, die ihr frei zusammenstellen könnt und geht halt in Dungeons und versucht die möglichst gut zu meistern. Ja, wenn euch ja natürlich einer eurer Gruppenmitglieder stirbt, ist er tot. Aber ihr kriegt natürlich auch wieder neue rein. Aber trotzdem, wenn ihr natürlich einen gut aufgebaut hat und er plötzlich dann verrecken sollte, das ist natürlich nicht so ideal. Und hier ist es halt besonders, ihr müsst euch auch so ein bisschen auf eure, das ganze Setting ist halt wirklich düster. Und ihr müsst auf eure Leute wirklich aufpassen, weil es kann sein, dass die verrückt werden. Und dann muss es schon mal sein, dass ihr zwischen 2 Runs zum Beispiel eine Kathedrale schicken müsst, damit er so ein bisschen wieder zu Sinnen kommt und so weiter. Wunderbar. Schönes Spiel kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen auf diese Roguelite-taktischen Spiele steht. Ist sehr schwer, ist frustrierend, aber trotzdem eine Empfehlung wert. Keine Empfehlung wert, meiner Ansicht nach, ist L.A. Noir. Wie schon vorhin angesprochen, ist das eines dieser Spiele, da bin ich richtig auf die Schnauze gefallen. Ne? Internet-Download. Sowas finde ich halt immer echt beschissen. Und dann das Spiel an sich, ich weiß nicht. Also früher, als das rauskam, weiß ich noch, da wurden halt diese Gesichtsanimationen und sowas ziemlich arg abgefeiert. Also es ist ein 3D-Spiel, es ist ein Detektivspiel und diese Gesichtsmimiken, das war quasi damals der Verkaufsseller, die sind heute immer noch gut. Aber so vom Spielablauf, ich weiß nicht, also meiner Meinung nach ist es nicht sehr gut gealtert. Und das in Kombination natürlich noch mit dem großen Download. Ich würde es euch nicht empfehlen, das war so mein erster großer Fehlkauf für die Konsole, aber hey, man kann ja nicht immer nur perfekte Spiele kaufen, ne? Collection of Mana, ja, als großer Secret of Mana Fan und natürlich auch Teil 2 musste ich mir es natürlich holen. Wie ihr seht, es ist noch eingepackt, aber die Collections ist einfach super. Es sind im Prinzip die ersten 3 Mana Spiele dabei, beziehungsweise auf Japanisch heißen die ja Seiken Tensetsu. Ich habe das 100%ig falsch ausgesprochen. Also das ist Mystic Quest für den Game Boy, Secret of Mana für die Super Nintendo und Secret of Mana 2 für Super Nintendo. Secret of Mana 2, wie ihr vielleicht wisst, ist bei uns leider nie rausgekommen. Alles in einer schönen Edition, nicht groß was mit Remake und neuer Grafik, Bimsbums. Einfach die guten alten Spiele, wie gesagt, Secret of Mana 2 sogar übersetzt drauf, mit ein paar Komfortfunktionen natürlich. Wunderschöne Sammlung, kann ich wirklich jeden Retro-Fan und wenn ihr den Kanal guckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr auch Retro-Fans seid, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Auch für Retro-Fans interessant ist die Mega Drive Classics. Da sind 50 Mega Drive-Spiele drauf. Ich habe da auch mal einen Stream zugemacht. Super, super Auswahl. Also da sind wirklich viele, viele Klassiker wie Gaon X dabei und so weiter. Und ich glaube, das kostet auch nur 30 Euro oder sowas. Also das ist wirklich ein No-Brainer, diese Collections. Das ist alles gut umgesetzt. Gut, jetzt einen direkten Vergleich zum Original, das weiß ich natürlich nicht. Ist natürlich alles Emulation, ist natürlich immer so eine Sache. Aber meiner Meinung nach empfiehlt sich diese Kollektion auf jeden Fall. Sind super Titel dabei. Für jeden Retro-Fan kann ich das wirklich blind, aber wirklich blind empfehlen. Dann haben wir eine Limited One weitere Edition und zwar Windjammers. Ja, das ist ein Arcade-Titel und das ist im Prinzip, ja, es ist ein Sportspiel im Prinzip, was ich aber selber nicht so ernst nehme. Also im Prinzip, wenn man es jetzt ganz fies sagt, dann ist es eine Art von Pong. Also ihr spielt im Prinzip Frisbee, Strand-Frisbee.
gibt es natürlich auch viele, viele Sonderaktionen und natürlich Spieler haben einzelne Vor- und Nachteile. Ist ein schöner Multiplayer-Titel, ist damals ein Arcade-Titel gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch super, super Atmosphäre, kann man machen auf jeden Fall. Zu zweit natürlich macht es noch ein bisschen mehr Spaß. Dann haben wir hier The Messenger. Ja, ein weiteres limitiertes Spiel von Special Reserve Games. Hey, und zwar bin ich da eigentlich durch Zufall durchgekommen, deswegen ist es auch noch eingepackt. Und zwar meinte der Joe, hey, ich habe es nicht bestellt, ich habe es aber auch schon digital, willst du haben, zum Selbstkostenpreis. Sage ich natürlich nicht nein. Sehr schöner 2D-Plattformer, wenn ich das richtig im Kopf habe. So im Stil der alten Shinobis. Sehr schöner Soundtrack auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht reingespielt, wie ihr seht. Also, aber hat einen guten Ruf. Hier habe ich auf jeden Fall schon reingespielt. Und zwar Bloodstained Curse of the Moon. Auch das ist ein Limited Run Release. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja Bloodstained quasi so eine Art weiter Verfolgung, Weitermachung, Fortführung, Mensch, Panda. Wenn ich so lange laber, dann vergesse ich langsam Worte. Ist echt schrecklich mit mir. Der klassischen 2D Castlevanias und dieses Bloodstained Curse of the Moon ist quasi so eine Art Bonus zu dem Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, das eher so das NES Castlevania etwas weiterführt. Ich habe mal kurz reingespielt, so hundertprozentig warm wurde ich ehrlich gesagt nicht, obwohl die Atmosphäre eigentlich gut ist. Passt. Celeste Limited One. Ich sehe gerade, ich komme hier gerade auf ein Limited One Spiel nach dem anderen irgendwie. Auch noch eingepackt, kam ich noch nicht dazu, das zu spielen. Da hat irgendwie Limited One irgendwie gebraucht, das Ewigkeiten zu verschicken. Ein sehr, sehr harter 2D-Plattformer auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Atmosphäre, das, was ich an den Videos gesehen habe. Auch da, ja, wie es halt immer so ist, ne? Ein paar Monate im Voraus, wir haben die Bestellgruppe, hey, willst du nicht machen? Da hat man irgendwie Bock auf das Spiel. Und wenn das Spiel irgendwie, ich glaube, das hat wirklich ein halbes Jahr gebraucht, bis es hier ist. Weil die Sache bei den Limited-One-Sachen ist ja immer erst, die müssen erst produziert werden, bis sie dann verschickt werden. Die sammeln ja erstmal Bestellungen einen Monat ungefähr, dann produzieren sie und dann verschicken sie erst. Da vergeht echt immer viel Zeit dadurch. Und ja, dann ist immer was anderes, es war halt im Regal und dann vergisst man es halt. Aber Celeste, super Titel. Thimbleweed Park Limited One ist, glaube ich, sogar das erste Limited One Switch Spiel, was sie damals rausgebracht haben. Musste ich auf jeden Fall haben. Und zwar ist das im Prinzip ein Adventure, so wie die alten LucasArts Adventures, Monkey Island und so weiter, habe ich damals enorm gefeiert. Und zwar hat hier der Ron Gilbert das mitgemacht. Und Ron Gilbert ist nämlich der Erschaffer von Secret of Monkey Island und so weiter. Ich wollte schon gerade sagen, Secret of Mana. Und es ist natürlich genau in dem Stil gemacht, ist einfach herrlich. Und das musste ich physisch haben auf jeden Fall. Ich habe es, glaube ich, so ungefähr halb durchgespielt. Ist wirklich im Tradition der klassischen LucasArts Adventures. Wenn ihr Bock auf solche Art von Spielen habt, holt euch das. Ihr werdet es nicht bereuen auf jeden Fall. Ich glaube, mittlerweile ist das auch echt teuer, weil es gerade der erste Limited Run Release ist. Bin ich mir mal unsicher. Ich verfolge sowas die Preise nicht. Ich sammle ja nicht als Wertanlage, sondern weil ich die Spiele haben will und irgendwann mal spielen will, im Zweifel auch. Oldboy ist auch ein sehr, sehr schöner Indie-Plattformer, sehr, sehr schöne Pixelgrafik. Ich glaube, es hat sogar nur einer gemacht oder so. Ich bin mir gerade etwas unsicher, ob ich das Spiel jetzt irgendwie verwechsel. Ihr spielt im Prinzip so ein Oldboy, also ein Eulenjung. Ihr seid ein bisschen gesellschaftlich ausgestoßen und traurig, aber ihr könnt halt fliegen. Ihr könnt aber nicht kämpfen, aber dafür habt ihr eure Kameraden. Das heißt, ihr packt eure Kameraden und zum Beispiel der mit der Pistole, der schießt denn. Klingt jetzt etwas wirr, aber macht auf jeden Fall enorm viel Spaß. Sehr, sehr schöne Atmosphäre, sehr, sehr schöne Grafik. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Das ist ganz frisch in meiner Sammlung. Das habe ich noch gar nicht vorgestellt. Auch ein Limited One Release. Traf jetzt erst letztes bei mir ein. Blasphemous. Ja, das Spiel, das blutet Atmosphäre. Das hat so eine echt geile, düstere Atmosphäre. Ist im Prinzip ja so eine Art, ne, wie es hier schon draufsteht, Intense Brutal Combat. Es ist ein ziemlich schweres Spiel. Ja, so ein bisschen ganz grob 2D Dark Souls, aber das ist natürlich so mit Dark Souls Vergleich, das ist natürlich immer so ein bisschen verpönt. Aber im Prinzip könnt ihr euch das so ganz, ganz grob so vorstellen. Also auch von der Atmosphäre her sehr, sehr düster, sehr, sehr blutig.
Ja, ich habe jetzt, glaube ich, so ungefähr eine Dreiviertelstunde reingespielt, deswegen kann ich natürlich jetzt auch kein großes Urteil abliefern. Aber macht viel Spaß, also ein 2D-Plattformer. Ihr müsst halt kämpfen, müsst halt gut kontern, gut ausweichen. Ihr könnt jetzt nicht einfach so durch die Gegnermassen mähen, sondern müsst halt wirklich strategisch vorgehen. Und ja, jeder Gegner, der ist wirklich schwer und ihr müsst wirklich aufpassen. Und schönes Spiel auf jeden Fall. Haben wir SteamWorld Dig 2, auch ein sehr schönes Spiel. Im Prinzip ja so eine Art Metroidvania, kann man das sagen. Sehr schöne Atmosphäre, schönes Indie-Spiel, auch grafikmäßig ziemlich gut. Wie ich merke, ich wiederhole mich immer, aber bei solchen Massen, es fällt schwer, dann auch wirklich immer einzelne Worte zu finden. Kann ich euch wirklich auch sehr empfehlen. Ist nicht allzu lang das Spiel, aber es spielt sich halt ganz gut runter. Ihr grabt halt viel, ne? Und dadurch, dass ihr dann irgendwo euch hingrabt und neue Gegenstände finden könnt, könnt ihr euch dann wieder in einen anderen Bereich graben und kommt dann halt so weiter. Ihr wisst, was ein Metroidvania ist. Apropos Metroidvania, Axiom Verge. Ja, das ist ja auch so ein bisschen im Stile der alten Metroid-Spiele. Hat auch so ungefähr dieselbe Atmosphäre. So ein bisschen düster, ein bisschen unheimlich, aber nicht zu unheimlich. Wird sehr stark abgefeiert. Ich meine, ich habe es auch gelesen irgendwo, dass es da irgendwann mal einen zweiten Titel zu geben soll. Finde ich sehr schön. Auch das kann ich nur empfehlen. Wo ich den ganzen Hype noch nicht so ganz festgestellt mitbekommen habe oder nachvollziehen konnte. Aber natürlich nie der Switch-Sammlung gehört. Super Mario Odyssey. Ja. Ich oute mich. Ich bin mit den 3D Mario-Spielen nie warm geworden. Es ist ein super Spiel, es wurde damals zu Release arg abgefeiert und wurde an allen Ecken und Enden als bestes Super Mario aller Zeiten teilweise, boah, habe ich gerülpst, ne? Schulz, ihr wisst, keine Aufnahme, wenn möglich, ohne Rülpser, das haben wir ihn. Aber ich bin mit den Dingern nie warm geworden. Klar, die Atmosphäre ist cool, die Grafik ist cool, ich weiß nicht. Ich bin nicht so dieser Plattformer-Fan und dennoch 3D. Nicht meins, aber ich verstehe den Hype da drum. Das Spiel hat mir auch gleich zum Release geholt, und zwar Mario & Rabbids Kingdom Battle von Ubisoft. Ja, nimmt im Prinzip ein bisschen XCOM, also Rundenstrategie, und verpflanzt halt Mario rein und verbindet das mit diesem Rabbids-Universum von Ubisoft. Ich weiß, klingt jetzt etwas sehr verwirrend und komisch, aber macht durchaus Sinn und macht auch Spaß. Und da ich gerne so Rundenstrategiespiele wie XCOM spiele, war das für mich ein Pflichttitel. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Strategie auf der Switch ist natürlich sowieso nicht so häufig vertreten. Aber wenn man mal was hat, ist das super. Und der echte Strategie finde ich, das ist auf der Konsole sehr, sehr schwer. Aber eine Rundenstrategie, da kann man sich halt genau überlegen mit einem Zug, wie kann ich wo was machen. Deswegen passt das, und XCOM-mäßiges geht immer. Also holt's euch. Dann haben wir hier Bayonetta 2. Da fand ich es nur schade, das ist ja Bayonetta 1 und 2. Im Prinzip ein Remake, oder nenne ich Remake, Portierung des Wii U-Titels Bayonetta 2, und haben sie halt Bayonetta 1 mit draufgepackt, allerdings nur als Download-Code. Japan hat es als Modul bekommen, finde ich etwas schade. Trotzdem ein Platinum-Game. Auch da ist das ist nicht so mein Super-Genre, wo ich jetzt jedes Platinum-Game super abfeiere. Aber Bayonetta, das ist so over the top, ne? Also ich meine, die Gute hat in ihren Absätzen Knarren, ne? Also das sagt ja alles im Prinzip, ne? Schalt mal scharf. Das sagt alles, wie abgedreht das ist. Und gerade weil das so abgedreht ist und sich nicht so ernst nimmt, finde ich es einfach super. Ich glaube, das Genre nimmt man Spectacle Fighter, obwohl das ist, glaube ich, eher was anderes. Aber ach, ihr kennt Bayonetta. Noch ein schönes Indie-Spiel, Dead Cells. Das habe ich auch gesuchtet ohne Ende, und zwar im Gegensatz zu Blasphemous ist das Prinzip auf den ersten Blick ähnlich, und zwar ein 2D-Plattformer, Action-Plattformer. Nur dass hier halt nicht der einzelne Gegner irgendwie super mächtig ist, sondern ihr kommt da so eine Art Flow rein, ne? Ihr dasht durch die Gegner, ihr zack, 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 ihr holzt die alle weg. Es gibt natürlich Bosse, die natürlich etwas schwerer sind und so weiter, aber das Spiel ist einfach super. Ihr habt auch strategische Entscheidungen. Zum Beispiel könnt ihr
bei einem One, also es ist ein normaler Woke Light, das heißt, wenn ihr sterbt, fangt ihr mal am Anfang an, habt aber was mitgenommen, wie zum Beispiel neue Waffen freigeschaltet oder irgendwie sowas, womit ihr dann halt besser weiterkommt. Da habt ihr auch so strategische Entscheidungen bei einem One. Also die Levelaufbau, die sind natürlich etwas zufallsgeneriert, aber im Prinzip die grob Level sind immer dieselben. Es gibt zwar halt so Abzweigungen, die man nehmen kann, aber ganz grob ist es immer dasselbe. Aber zum Beispiel, nehmt ihr euch mehr Zeit, um euch ein paar Goodies einzusammeln, oder rusht ihr schnell durch den ersten Abschnitt durch, dann könnt ihr zum Beispiel in den nächsten Abschnitt einen zeitlich limitierten Bereich betreten, wo ihr was holen könnt. Ne? Ihr müsst euch aber beeilen, also sowas. Also hier ist es eher so auf Geschwindigkeit getrimmt als bei Blasphemous zum Beispiel. Anderer Ansatz, hat man wirklich nach einer Zeit einen super Flow drin, kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir hier Captain Toad Treasure Tracker, auch eine Port des Wii U Titel. Na gut, ein paar neue Level haben sie hier mit draufgepackt, aber es ist im Prinzip ein 3D-Puzzle-Spiel. Also ihr habt im Prinzip so wie so einen Block, das ist der Level, den ihr von allen Seiten betrachten könnt und steuert dadurch halt diesen Captain Toad und müsst halt ja, Rätsel lösen, ne, weiterkommen, das Übliche halt. Auch das eine sehr schöne Atmosphäre. Ich finde diese Grafikart, das ist wie so ein kleines Diorama, was ihr überall drehen könnt, finde ich einfach fantastisch. Auch einfach so ein Feel-Good-Spiel. Octopath Traveler, Gott, meine englische Aussprache heute ist echt teilweise echt beschissen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich entschuldigen bei euch. Wurde sehr gehypt, ist auch eine sehr, sehr schöne Grafik. Das nimmt halt so ein bisschen diese alte Pixel-Grafik und kombiniert das so ein bisschen mit 3D. Ist sehr, sehr beeindruckend. Großes Rollenspiel. Mich hat es irgendwie so nach 6-7 Stunden, glaube ich, ungefähr etwas verloren. Und wenn man dann wieder einsteigen muss, ist natürlich immer, was war nochmal? Ist sehr, sehr episch erzählt. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute mit ihrer eigenen Hintergrundgeschichte, die ihr sammeln könnt und so weiter. Sehr beeindruckend vom Ausmaß her, kann ich wirklich jedem Rollenspiel-Fan empfehlen. Ist halt, Kampfsystem ist halt so ein bisschen klassisch wie diese alten Final Fantasy-Spiele, rundenbasiert. Rollenspiel-Fans zugreifen, aber die haben es wahrscheinlich eh schon alle. Das habe ich mir natürlich auch gleich beim Erscheinen, also als ich mir die Switch damals geholt habe. Ich habe ja, glaube ich, ein Jahr gewartet, bis ich mir die Switch geholt habe. Auch ein Port der Wii U-Version, beziehungsweise das erschien ja, glaube ich, für beide gleichzeitig. Zelda, wunderbar. Ich konnte mit diesen 3D-Zeldas allgemein nicht viel anfangen. Aber das Spiel, das habe ich ziemlich abgefeiert. Und zwar gerade, weil es nicht so ist wie diese klassischen 3D-Zelda, sage ich mal, sondern eher so ein bisschen Open-World-mäßiger und so weiter. Fand ich sehr, sehr schön. Super Atmosphäre, Tonstimmung. Habe ich auch durchgespielt. Ha. Wunderbares Spiel, wirklich. Finde ich gut, dass sie Zelda so ein bisschen modernisiert haben, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Indie-Titel, und zwar Slain Back to From Hell, nicht To Hell, From Hell. Prinzip auch, geht auch in die Kante wie Dead Cells und Blasphemous. Eher so ein bisschen Blasphemous, dass der Kampf etwas schwerer ist und man ein bisschen mehr aufpassen muss. Setzt es aber nicht ganz so gut durch wie Blasphemous, finde ich. Also Soundtrack ist super, es ist so ein schöner Metal-Soundtrack. Und ganz gecatcht hat mich das Spiel ehrlich gesagt nicht. Da finde ich Blasphemous etwas besser, weil es noch so ein bisschen abgedrehter von der Atmosphäre ist. Aber falls ihr mal so ein typisches, sag ich mal, fast typisch Indie-2D-Action-Plattformer mit vielleicht etwas Dark Souls inspiriert haben wollt, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Noch ein Pflichttitel ist natürlich Super Mario Kart 8, auch das eine Port der Wii U-Version, das ist ja so ein bisschen Taktik von Nintendo, aber wieso nicht? Die Wii U hatten nicht so viele, dann kann man die ganzen Switch-Leute damit versorgen. Super Mario Kart, ich hab's schon gut gespielt, macht Spaß. Muss ich, glaube ich, echt nicht zu viel sagen. Ne? Also es ist natürlich auch Pflichttitel für jede Sammlung auf jeden Fall. Dann haben wir hier Fire Emblem Three Houses und wir sind bei den letzten drei Spielen, sehe ich gerade, angekommen. Schönes Rollenspiel. Ich habe reingespielt, weil ich mit der Fire Emblem Serie bisher nicht so viel zu tun habe. Das ist eine Prinzipmischung aus Rollenspiel und Strategiespiel, beziehungsweise Rundenstrategiespiel. Und da ich ja gerade erwähnt habe, Rundenstrategie mag ich.
Das ist natürlich auch ein schöner Titel. Ich habe auch nicht leider, ich habe wieder den Track verloren irgendwie. Ich habe da, glaube ich, 2-3 Stunden rein versenkt und dann war wieder was anderes und dann, ja, Story meines Spielelebens später, in den späten 30ern, vielleicht sogar früher auf jeden Fall. Aber ist ein schönes Spiel, wird zu Recht ziemlich abgefeiert auf jeden Fall. Dann haben wir hier Tiny Barbarian DX. Finde ich herrlich, ist ein kleiner Plattformer oder ein schöner 2D-Plattformer, ist natürlich, oder Action-Plattformer kann man ja fast sagen. Ne? Komm hier, mach mal scharf. Und zwar spielt hier, wie der Name schon sagt, so ein kleinen Barbar. Könnt ihr so ein bisschen inspiriert von Conan der Barbar sagen. Ja, das macht er irgendwie gar nicht mehr. Gar nicht mehr scharf. So. Macht Spaß, ist ziemlich geil und so ein bisschen selbstironisch aufgemacht einfach. Also wenn ihr so ein bisschen Conan der Barbar mögt und alles, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Macht Spaß. Ich glaube, das ist auch keine limitierte Edition, sehe ich gerade. Gut, kommen wir zum letzten Spiel. Das ist nur eingepackt. Das habe ich mir mal auf einer Börse gefangen. Ne, für 10 Euro. 10 Euro physisches Spiel, kann man nicht viel falsch machen. Habe ich schon mal was davon gehört und zwar This is the Police. Das ist auch so ein Management-Spiel, soweit ich weiß. Wo ihr im Prinzip so die Polizei managen müsst, dass die Fälle auflösen und so weiter. Ich habe noch nicht ganz reingespielt, soll aber ganz gut sein und ich finde die Idee, so ein bisschen in der Polizeizentrale zu sitzen und die Detektive so ein bisschen hin und her zu schicken und ein bisschen Ressourcenmanagement zu machen, finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Schönes Spiel. Ich hoffe, ich habe irgendwann mal Zeit reinzuschauen. Und das war's. Das war das Update zu meiner Switch-Sammlung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und die Switch ist einfach ein wundervolles System. Das Ergänzungssystem einfach herrlich, finde ich. Und es gibt so viele wunderschöne Spiele. Und jetzt alle mal durchzugehen, boah, ich habe schon echt viele über die Jahre angesammelt. Aber hey, die meisten sind schön, hat sich gelohnt. Danke, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.